Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal Electric Commuter. Ich bin Andreas und ich heiße euch willkommen zum Unboxing des Kukrin V1 Pro Mini E-Bikes. Dieses Produkt ist mir freundlicherweise von Geekbuying kostenfrei zur Verfügung gestellt worden. Vielen Dank dafür. Zu Beginn dieses Jahres habe ich euch dieses Produkt hier vorgestellt. Das ist das DYU D3F und es gibt auch einen Kukrin V1 ohne Pro hinter. Das sieht fast genauso aus wie das DYU D3F. Es hat zwar ein paar andere Leistungsdaten, aber die Form ist quasi exakt identisch. Und es ist so, dass ich dieses Fahrrad noch ein bisschen aufgerüstet habe mit dem zweiten Sattel und hinten den Korb. Und für mein persönliches Leben ist das wirklich sehr wichtig geworden. Also wir sind zum Beispiel im Urlaub damit 32 Kilometer über die Insel dort gefahren. Und gerade wenn man kleine Kinder hat, ist das wirklich eine super Sache. Deswegen habe ich mich hier für das größere Modell, das Kukrin V1 Pro, interessiert, weil das vom Aufbau ziemlich ähnlich ist. Das werdet ihr gleich sehen. Ja, dann wollen wir einmal in den Karton schauen. In dem Karton versteckt sich noch ein zweiter Karton und da ich den äußeren Karton nicht benötige, werde ich den jetzt kaputt machen. Ja, das ist der innere Karton, der ist hier so mit Metallklammern festgemacht. Kann man einfach so hochziehen. Hier drin befindet sich eine Box, das ist ein Gepäckträger, das ist quasi der vordere Korb. Hier drin befindet sich das vordere Schutzblech, glaube ich. Ja, da ich den Karton nicht mehr brauche, werde ich es mir sehr einfach machen und das Ding einfach aufschneiden. Ja, so sieht das Ganze aus. Dann werde ich mal das ganze Verpackungsmaterial entfernen. Ja, hier seht ihr schon mal das ausgepackte Fahrrad. Hier ist noch eine Box dabei, da schauen wir auch mal rein. Ja, das ist hier so eine Schnellspanner für das Vorderrad. Damit kann man das Vorderrad ganz einfach entfernen. Aktuell befindet sich hier noch so eine Metallstange drin für den Transport, damit da nichts beschädigt wird. Aber so ein Schnellspanner ist natürlich super, wenn man das Fahrrad mal ins Auto laden will. Hier haben wir die Pedale. Das sind Kunststoffpedale, wo hier in der Mitte Metall ist. Die sind klappbar. Ich finde das sehr gut, wenn die Pedale klappbar sind, da ich nicht so viel Platz im Keller habe. Die Pedale haben auch eine ganz gute Größe. Und wenn man die klappen will, dann muss man das hier reindrücken. Und dann kann man das Ganze so hochklappen. Ja, hier haben wir einen EU-Stecker und das Ladegerät. Wir laden mit 54,6 Volt, ist also ein 48-Volt-System und 1,5 Ampere. 1,5 Ampere ist ein bisschen weniger als normal, 2 Ampere ist so der normale Wert. Und in dem letzten Tütchen war noch das Handbuch, das Rücklicht und ein bisschen Werkzeug. Ja, hier im Handbuch gibt es auch einen deutschen Teil. Hier wird zum Beispiel beschrieben, wie man das Ganze montiert. Ja, hier seht ihr den ganzen Müll, den wir haben. Ich denke, wenn man es ein bisschen sortiert, dann haben wir einen Sack mit Plastik und der Rest ist Karton. Hier haben wir alle Einzelteile einmal aufgebaut. Wir haben das Vorderrad, das Werkzeug, die Pedale, den vorderen Korb, das vordere Schutzblech, den Sattel, hinten Ladegerät und Rücklicht und die Schnellspannklammer fürs Vorderrad. Im hinteren Bereich ist schon alles so montiert, also der Gepäckträger und das Schutzblech. Aber ein paar Sachen müssen wir natürlich noch machen, wie zum Beispiel den Lenker hier. Als nächstes zeige ich euch Ausschnitte vom Aufbau. Hier seht ihr die Montage des Vorderrades. Hier wird das Schutzblech angebracht. Sämtliche Schrauben stecken bereits dort, wo sie hingehören. Hier darf man nicht vergessen, die Frontleuchte muss an der gleichen Schraube mit befestigt werden. Die Pedale sind leider nicht beschriftet mit rechts und links. Da müsst ihr ein bisschen suchen, bis ihr das Richtige gefunden habt. Hier seht ihr die Lenkermontage. Den habe ich mir später noch ein bisschen nach unten gedreht. Den hatte ich am Anfang ein bisschen hochgestellt. Jetzt kommt der Sattel. Die Sattelstange ist ziemlich lang. Ich habe die auch relativ weit nach oben rausgenommen, als ich dann gefahren bin. Die drei Schrauben, an denen wird der Frontkorb befestigt.
Und der Frontkorb, der ist wirklich sehr massiv. Also da kann man auch eine ganze Menge laden. Da wackelt und klappert auch nichts, wenn man das am Ende festgeschraubt hat. Und dann ist man schon fertig mit dem Aufbau. Der Reifendruck ist mit 35 bis 40 PSI angegeben. 21,5 PSI kommen ab Werk. Ich pumpe das jetzt hoch. Ich benutze übrigens die Bosch Luftpumpe, die benutze ich ganz gerne für E-Bikes. Ja, da steht jetzt fertig aufgebaut das Kukurin V1 Pro. Bevor wir uns das Fahrrad ein bisschen aus der Nähe anschauen, habe ich einmal einen kleinen Größenvergleich vorbereitet. Ja, hier haben wir einmal im Vergleich das DYU D3F. Das ist ja baugleich zum Kukurin V1. Da sieht man schon einen deutlichen Größenunterschied. Also wir haben hier beim DYU eine 14 Zoll Bereifung, während wir beim Kukurin V1 Pro eine 20 Zoll Bereifung haben. Der innere Teil hier, der ist gleich geblieben. Und der Teil, wo beim DYU die Pedale dran sind, der ist hier verschlossen worden. Und davon hat man auf der Seite hier etwas rangeschweißt, um dort die Pedale quasi anzubringen. Das hier, das ist das Fahrrad von meiner 7-jährigen Tochter. Sie hat ein 24 Zoll Kinderfahrrad und da sieht man schon einen gewissen Unterschied von der Reifengröße und auch von den ganzen Ausmaßen, die das Ganze hat. Das Kukurin V1 Pro ist also immer noch sehr kompakt. Und als letztes habe ich jetzt nochmal das Eleglide M2 Mountainbike in den Hintergrund gestellt. Da sieht man auch nochmal einen deutlichen Größenunterschied zwischen den Fahrrädern. Das Eleglide M2 hat 27,5 Zoll Bereifung. Im hinteren Bereich haben wir eine 20 Zoll Luftbereifung mit Schlauchreifen. Hier zwischen befindet sich ein 350 Watt starker Nabenmotor und wir haben eine Scheibenbremse hinten. Hier befindet sich der Ständer. Der Gepäckträger war vormontiert, genau wie das Schutzblech. Das Schutzblech ist aus Kunststoff. Hier unten befindet sich der Ladeanschluss. Hier drin befindet sich ein 48 Volt Akku mit 7,5 Amperestunden. Am Sitz hier ist die Rückleuchte montiert. Die kann schnell blinken, langsam blinken oder leuchten. Hier sehen wir den Sattel. Der ist jetzt nicht übermäßig bequem, aber er erfüllt für so ein kleines E-Bike seinen Zweck. Die Pedale lassen sich abklappen, wenn man sie so reindrückt. Sie bestehen aus einer Kombination von Kunststoff und Metall. Auch im vorderen Bereich befindet sich eine 20 Zoll Luftbereifung mit Schlauch. Wir haben eine Scheibenbremse. Und hier vorne befindet sich dieser nette Korb. Der gefällt mir sehr gut. Der ist auch sehr gut befestigt mit den drei Schrauben hier. Da wackelt nichts. Man muss ein bisschen mit der Lampe aufpassen, dass man die nicht zu hoch einstellt. Also nicht zu hoch festschraubt hier, denn sonst kommt die da oben gegen. Hier sehen wir den Lenker. Wir haben hier einen Bremshebel für die hintere Scheibenbremse und einen Bremshebel für die vordere Scheibenbremse. Es handelt sich um mechanische Bremsen. Auf der rechten Seite haben wir einen Drehgasgriff. Also das Fahrrad ist auch aus diesem Grunde nicht legal in Deutschland. Hier an dem Schalter kann man das Ganze einschalten. Dann geht hier drüben das Display an. Hier gibt es eine Hupe. Die ist wahrscheinlich unten in der Lampe integriert. Hier sehen wir das Display. Das Fahrrad bietet drei Geschwindigkeitsstufen im Eco-Modus. Da fährt das Fahrrad 25 km/h schnell. Mit der M-Taste können wir hochschalten auf den mittleren Modus. Da fährt das Ganze 35 km/h schnell und im hohen Modus, da kommen wir auf die Maximalgeschwindigkeit, das sind 45 km/h. Wie schnell das Ganze ist, wenn man drauf sitzt, das sieht man dann erst draußen. Ich habe was von 40 km/h gehört. Diese Geschwindigkeiten sind für Deutschland natürlich viel zu hoch, aber tatsächlich ist es einer der Gründe, warum ich mir das Fahrrad gerne ansehen wollte. Wenn man die beiden äußeren Tasten gleichzeitig drückt, dann kommen wir in die P-Menüs. P1, das ist die Bildschirmhelligkeit. Dann kommt P3, das ist die Spannung, da 48 Volt hat der Akku. P4, ich glaube, das ist die Abschaltzeit. P8, das sind ist der Reifendurchmesser. Wenn man den verstellt, dann ist das Ganze ein bisschen verwirrt. Ich glaube, P4 waren die Anzahl der Magnete im Motor. Ne, das ist P9. P10, 25 km/h, hier könnte man jetzt die Geschwindigkeit einstellen. Ich meine aber, dass das nicht funktionieren würde. Wir können es ja mal probieren. Ich stelle es mal auf 30 km/h und gehe mit beiden Tasten raus. Ja, von der Geschwindigkeit hat sich eben nichts verändert. P11 ist, glaube ich, Zero Start oder
Kickstart und P26, damit kann man den Kilometerstand zurücksetzen. Ich kann einmal den P11 auf 1 stellen und jetzt kann ich hier nicht mehr einfach loslegen, sondern ich muss erstmal das Rad anwerfen. Das bedeutet, man kann die Motorunterstützung erst dann benutzen, wenn das Fahrzeug einige km/h schnell ist. Ja, das Fahrrad hat auch eine Tempomatfunktion. Ich probiere mal, die einzustellen. Ja, ich habe das jetzt hier nicht hinbekommen, aber draußen, da ist die Tempomatfunktion nach ca. 8 Sekunden reingegangen. Mit dieser Taste schaltet man die vordere Beleuchtung ein. Das wird einem hier auch angezeigt. Die Beleuchtung wirkt ausreichend hell. Die hintere Beleuchtung ist nicht im Bordstrom integriert. Die muss man separat einschalten. Ja, soviel zum Unboxing des Kukerin V1 Pro E-Bikes. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem E-Bike. Gefällt mir sehr gut. Ich werde mir das Ganze auf jeden Fall auch draußen ansehen, wie das fährt. Aber natürlich ist das in Deutschland nicht legal möglich. Also muss ich für Videoaufnahmen dann wieder nach Belgien fahren. Da bin ich nächste Woche auch schon verabredet und dann wird das Video auch relativ zeitnah hinterherkommen. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Ganze gefallen hat. Ich würde mich wie immer über ein Like und ein Abo freuen und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao!